Ah, du bist's. Du bist da. Sobald Itos Männer ankommen, fangen wir an. Das ist deine erste offizielle Mission. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich habe ihm nichts von dieser Angelegenheit erzählt. Er vermutet bereits, dass ich im Geheimen agiere. Überall schmieden die Leute Pläne. Intrigen über Intrigen. Ich werde dir alles erzählen, wenn wir das hier überleben. Er sollte jeden Moment hier sein. Nicht als unser Verbündeter, sondern als unser Feind. Todo und Suzuki gehören Itos Fraktion an. Es sind gute Männer, aber wir haben keine Wahl. Gut, das erspart mir lange Erklärungen. Todo und seine Truppe sind meisterhafte Schwertkämpfer. Das wird kein leichter Kampf. Bist du gut vorbereitet? Gut. Sobald sie zurück sind, greifen wir an. Ich bin bereit. Dann fangen wir an. Sie kommen. Schnell, versteck dich. So befürchtet hatte. Es wurden beide Seiten getäuscht. Du solltest das nicht persönlich nehmen, Toto. Du bist unvorsichtig. Hondo, denkt nur an den Ruhm eines siegreichen Kampfes. Unter Ito werden wir für eine Welt ohne Zwietracht und Blutvergießen kämpfen. Es ist aus. Ito ist nicht hier. No, wir müssen ihn finden.
Kintsugi ist auch hier. Um seinen Bruder zu beschützen, wird er wie ein Besessener kämpfen. Anstatt ihn direkt anzugreifen, sollten wir vielleicht vom Dach aus zuschlagen. Du bist also hier. Doch mein Bruder kannst du nie. Oh. Bessere Zukunft führen! Niemand darf ihn aufhalten! Ich habe versagt, Bruder. Gut gemacht. Keine Eile. Lass dir Zeit. War das alles? Natürlich. War das alles? Ich danke dir für deinen Besuch.
dich überlassen. Nein! Ich habe dich im Gericht getroffen. Hör auf, dir was vorzumachen. Du hast höhere Ziele gesteckt, als du für dich war und dich dabei überschätzt. Im Namen von Hauptmann Kondo werde ich nun deine Strafe vollstrecken. Wenn ich etwas verstand, da habe ich mich wohl leer. Seine Klugheit ist ihm zum Verhängnis geworden. Er hat gedacht, dass alle außer ihm Dummköpfe wären. Darum war es ihm auch zuwider, unter Kondo zu dienen, der dem Shogunat so treu ergeben ist. Ich hatte Glück, dich heute an meiner Seite zu haben. Durch diese Mission haben wir die Shinsengumi von einem Geschwür befreit. Ich habe keine Ahnung, wer du bist. Aber du kannst aufhören, so zu tun, als wärst du eine von uns. Bei mir brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Aber Nagakura hat dich recht lieb gewonnen. Wir sehen uns.
Du siehst aus, als hättest du Talent. Ich muss dich um etwas bitten. Ein riesiger Kerl, der sich Benkei nennt, taucht nachts an der Gojo-Brücke auf. Er greift jeden Samurai an, der ihm über den Weg läuft, und beansprucht die Waffen und Rüstung seiner Opfer. Musstest du das so laut sagen? Wenn sich das herumspricht, ist mein Ruf komplett ruiniert. Deswegen bitte ich dich an solch einem Ort hier um deine Hilfe. Wenn du den Mann besiegen und mein Eigentum zurückholen kannst, werde ich dich reich belohnen. Wunderbar. Ich wäre froh, wenn du das bald erledigst. Aber erledige es unauffällig. Erzähle keiner Menschenseele davon und arbeite ganz allein. All jene in der Ferne, schenkt mir Gehör. All jene in der Nähe, seid meine Zeugen. Benkei ist mein Name. Wer traut sich, gegen mich anzutreten? Du da, Meisterin. Deine Waffe. Meine Liebe, noch einmal! Wer wagt es, mich zu stören? Du da! Leih mir deine Kräfte! Es ist vollbracht. Ich danke dir, werte Heldin. Ich habe wohl überstürzt gehandelt. Doch ich bereue gar nichts. Ah, gute Arbeit. Ich wusste, du kommst unversehrt zurück. Ohne Umschweife. Wer steckte hinter dem Angriff auf Ryoma im Gasthaus Terada? Der Vorfall in Aburanokoji.
Ich vermute, du warst auch dort? Ich hörte, Ito hat in der Shinsengumi seine eigenen Pläne verfolgt. Dann war der Angriff auf Ryoma Teil davon. Ziemlich gerissen. Den Ruf der Gruppe zu ruinieren, um einen legitimen Grund für eine Abspaltung zu schaffen. Jetzt weiß ich alles über die Shinsengumi. Dank dir natürlich. Wir sollten Saigo auch informieren. Oh, du bist zurück. Das trifft sich ausgezeichnet. Diese Frau könnte uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wir stecken in einer Sackgasse. Soll ich sie mit ins Boot holen? Der Tag der Abrechnung naht. Der Zusammenschluss mit dem Satsuma-Clan hätte uns fast das Leben gekostet. Wie lange hält dieses Bündnis? Ich befürchte, es droht zu zerfallen. Wenn wir Kusakas Tod rächen wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Gensui tot, Shinsaku krank und Ryoma verschwunden. Wir brauchen jede erdenkliche Hilfe. Du musst uns unterstützen. Vielleicht ist das gar nicht nötig. Sieh an, sieh an. Wen haben wir denn da? Ich dachte, du bist tot. Oder hast du einen Pakt mit den Todesgöttern geschlossen? Das könnte ich dich genauso gut fragen. Ich war mir sicher, du würdest mich auf dem Weg in die Hölle überholen. Verzeiht, dass ihr euch sorgen musstet. Aber keine Bange. Orio hat mich gesund gepflegt. Jetzt hört genau zu. Ich habe eine Lösung für eure Probleme. Mit meinem Plan müssen wir nicht einmal kämpfen. Tatsächlich? Nicht, dass ich dir nicht vertrauen würde, aber... Sagen wir einfach, dem Tod ins Auge zu blicken, kann inspirierend sein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir müssen den Fürst Yoshinobu zeigen. Ich möchte diese Nation in eine bessere Ära führen. Doch dafür müssen gewisse Menschen verschwinden. Yoshinobu Tokugawa, der letzte Shogun. Ein guter Titel für ein Geschichtsbuch, finde ich. Gehen wir. Ich muss schon sagen, ich freue mich riesig, dich wieder einmal an meiner Seite zu haben. Komm, gehen wir zur Burg Nijo. Wenn wir meine Vorschläge durchsetzen können, gibt es keine verfeindeten Seiten mehr. Alle würden Hand in Hand für das Wohl der Nation arbeiten. Shogunat oder nicht, uns verbindet derselbe Wunsch, Japan zu verbessern. Wir müssen unsere Differenzen beilegen und das Blutvergießen beenden. Also, ich habe lange nachgedacht. Es sind genau 8 Punkte, die ich an Bord eines Schiffes erstellt habe. Ich nenne es das 8-Punkte-Programm zu See. Keine Wachen zu sehen. Irgendwas ist faul. Da drin musst du auf alles gefasst sein. Bist du dafür bereit? Gut, dann los.